Hallo Landy Crossfitter Coach Christoph meldet sich heute aus der Box. Wir starten direkt mit dem Warm-up. Und zwar stellen euch einen Timer auf 5 Minuten, wo ihr immer gut die Zeit zusammen. Und die erste Übung sind 30 Sekunden. Entweder wenn ihr die Möglichkeit habt, Biken, Rudern oder Rennen. Oder sonst mal an der Mountain Climbers. Die schauen so aus. Alle 4 und im Wechsel. Locker die Knie im Wechsel herziehen, 30 Sekunden, dann 5 Plank to Down Dog. Wir starten in der Plank Position auf der Handfläche und gehen dann immer von da nach hinten und wieder nach vor. Versuchen den Rücken möglichst gerade zu lassen, die Knie möglichst strecken. Aber der Fokus ist mehr auf dem Rücken geradlaufen. Direkt im Anschluss nochmal 5 Scapula Push-Ups. Push-Up Startposition und dann nur aus der Schultern tief hoch. Und dann direkt im Anschluss noch 20 Sekunden Hollow Body Hold. Oder Tuck Body Hold, also entweder so oder so. 20 Sekunden und dann das Ganze wieder von neu durch. Das wäre das Warm-up. Kommen wir zum Workout und zwar stellen euch einen Timer auf 15 Minuten und zwar so, dass ihr jede Minute piepst. Wir haben 3 Übungen und machen in dem Fall jede Übung 5 Mal, also immer Übung 1, Übung 2, Übung 3, Übung 1, Übung 2, Übung 3, jede Minute wechseln. Übung 1 ist entweder Rudern, Biken, wenn ihr die Möglichkeit habt, sonst einfach Rennen oder Shuttle Runs oder Seilspringen. Und zwar stellen wir Timer auf die Minute, aber schon, dass er da nur 50 Sekunden dran bleibt. Entweder mit Single Runners oder mit Double Unders. Übung 1. Dann Übung 2 sind so viele Push-Ups wie in der Minute schaffen. Skalierung wäre auf der Knie. Brust am Boden. Ellenbogen strecken. Eine Minute lang. Und mit kurzen Pausen dazwischen. Oder auf der Zehenspitzen. Selbe Bewegung. Bis die Uhr piepst oder kurz vorher einfach stoppen, dass ihr ganz kurze Pause habt zum Wechseln. Und Übung 3 sind dann so viele Hollow oder Tuck Body Rocks, die wir schaffen. Tuck Body Rock wäre das. Angewinkelte Knie, Hände nach vor, Crunch und wie so ein Wipp bevor zurückkippen. Oder Hollow Body Rock. Knie gestreckt, Zehen gestreckt, Arme gestreckt und sofort zurückwippen, wie ihr wippt. Wenn ihr da durch seid, wieder Seilspringen, Push-Ups, Hollow Rocks, 15 Minuten, das Ganze durch. Viel Spaß! Dann haben wir heute noch einen Finisher, und zwar Mobility Finisher. Stellt euch einen Timer und nochmal auf 5 Minuten, dass ihr einfach locker dranbleibt. Ihr könnt es gerne noch länger machen, dass ihr euch auf 10 Minuten stellen, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Mobility kann man nicht genug machen. Und zwar haben wir wieder 4 Übungen. Die erste Übung heißt Moose Antlers. Das schaut ungefähr so aus. Immer locker im Wechsel, links, rechts, ruhig kurz halten. Das wäre Übung 1. Übung 2 ist eine Kniebeuge in der unteren Position. Stellen euch her, eure Kniebeugenbreite, tief gehen, ruhig mal locker bleiben im Oberkörper. So links, rechts durchbewegen. Das will ich circa eine Minute. Das machen. Na, Übung 3 sind Calf Raises,
auf dem Gegenstand, wo die Zehen ein bisschen erhöht sind. Da sind wir. Leise hochdrucken, kurz halten, tief gehen, leicht so nach vorlehnen. Das ist so ein leichter Stretch am hinten in den Oberschenkel. Wieder langsam hoch, tief, wieder so leicht vorbeugen. Beugen. Oh, 1 bis 2 Minuten. Und die letzte Übung sind Dead Bugs. Und hier legen wir uns auf den Rückerknie angewinkelt, Hände zur Decke, so mit der Schulter leicht hochgucken und dann immer im Wechsel einen Arm zurück, einen Fuß vor und wieder her. Genau, das sind unsere Mobility-Übungen, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten, einfach locker dranbleiben, ein paar Wiederholungen pro Übung. Viel Spaß!